Hallihallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Hier ist mal wieder der Dominik. Ich habe schon lange nichts mehr von mir hören lassen, aber das ist ja auch nicht so wild. Es geht kurz gefasst um Folgendes: Es gab jetzt vor ein paar Tagen eine Möglichkeit, sich an einen Playtest zu Lotus zu beteiligen. Lotus wird derweil auf einer neuen Engine geschrieben, auf einer Open Source Engine namens Bevy. Und die Programmiersprache, die dort vorherrscht, ist die Programmiersprache Rust. Von beiden habe ich noch nie etwas gehört. Muss aber nichts Schlechtes sein. Also es gibt da einige Videos bei YouTube, leider in englischer Sprache, wo so ein bisschen was erklärt wird, wie das funktioniert und warum Open Source und was für Funktionen man in der Engine hat und ob das die Programmiersprache eigentlich relativ einfach sein soll, wenn man einmal eine kleine Hürde überwunden hat. Ja, und es gab in der Vergangenheit immer Probleme mit Lotus und da ganz besonders in der Performance. Und das soll jetzt durch diese neue Engine behoben sein, beziehungsweise in Zukunft behoben sein, da die wohl auch mehrere parallele Sachen gleichzeitig besser bearbeiten kann und halt einfach, ja, vielleicht für Lotus wieder ein Stück weit in den Vordergrund rücken kann und dass sich wieder mehrere Leute darauf freuen und dann dort auch wieder rumfahren können und sich austoben können im Map-Editor und wie auch immer. Ich habe ja vor einiger Zeit, ja, das ist jetzt auch schon wieder, was, 2017? Wann habe ich damit angefangen? Keine Ahnung, habe ich angefangen, die Map Twinhour zu bauen. Da wurde ja auch bei manchen YouTube-Kanälen auch schon mal das ein oder andere Video drüber gezeigt, damals in der Entwicklungszeit, wo halt drauf rumgefahren wurde und kam auch immer ganz sehr gut an soweit. Ja, ich wollte heute einfach mal diesen Playtest nutzen und einen kleinen Rundflug machen. Wie man sieht, ist das hier schon auf. Ich mal bewegen, ja. Und zwar über meine Map Twin Aue vom Römerpark in Richtung Innenstadt und Hauptbahnhof, dann zum Betriebshof, vom Betriebshof dann über das Kapellchen und der Schule, das Schulzentrum Richtung Messe, Stadion, wo es ja dann irgendwann mal noch weitergehen könnte. Ich werde während dieses Videos ein oder andere Sachen erklären oder so ein paar Ideen schildern, die mir so in den Kopf gekommen sind und hoffe, dass sich da der ein oder andere für interessiert. Und ja, ob das alles umgesetzt wird, ist halt die Frage, wie weit sich das jetzt entwickelt, ob das wieder sich lohnt, dort weiterzumachen oder nicht, weil bisher war das nicht der Fall. Die Performance war auf der Map hier grottenschlecht, dabei habe ich die damals so gebaut, dass man möglichst viel aus der Entfernung sehen kann, weil das ein sehr bergisches Gelände ist und ich da auch einige Aussichten gestalten wollte damals schon, aber das halt dann irgendwann schon stark an die Grenzen kam, was Lotus halt anzeigen konnte und dass man nur noch mit Problemen zu kämpfen hatte und ja, dann auch noch dadurch, dass ich eine AMD-Grafikkarte habe, dass man, wenn man Lotus spielen möchte, erstmal ein Downgrade machen musste auf einen ganz alten Treiber, was ich nicht wollte, weil dann die ganzen anderen Spiele vielleicht die eine andere Funktion nicht haben, die man haben möchte und so weiter und so fort. Viel Gelaber, werden wir mal gucken. Also ich bin hier oben im Bereich vom Römerpark. Das ist die Wendeschleife von der Linie 601. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, weil ich war ja schon selber lange nicht mehr hier drauf. Und ja, ich weiß nicht, ob man das im Video sehen kann, aber oben rechts ist die Framerate per Second zu sehen. Und ja, da ist man bisher nie hingekommen. Gut, jetzt muss man auch bedenken, hier ist noch nichts, hier fährt kein Zug, hier fährt keine Straßenbahn, hier fährt kein Auto, hier sind keine Leute, hier ist gar nichts. Aber angeblich soll diese Engine namens Bevy das alles parallel sehr gut handeln können und da soll sich wohl signifikant nicht wirklich was ändern, wenn das dann alles implementiert wird. Ja. Ja, die Idee da zu der Strecke, ja, die kam einfach so, ich habe einfach irgendwo angefangen zu bauen und einfach um rumzuprobieren und dann
hat mir das halt damals schon sehr viel Spaß gemacht und Landschaften bauen habe ich immer schon gerne gemacht. Und ja, ist das natürlich ideal, wenn man dann so einen Simulator hat, wo man hinterher vielleicht sogar alle öffentlichen Personennahverkehre nutzen und benutzen kann und simulieren kann. Ja. Gut, wie gesagt, ich wollte eigentlich nur einen kleinen Rundflug machen. Fangen wir jetzt einfach mal an. Wir tun jetzt einfach so, als sehen wir die Straßenbahnlinie 601, die hier oben die Endstation hat. Und genau hier wäre die Endstation. Ja. Ich hatte damals auch überlegt, ob ich nicht irgendwo eine Ausstiegshaltestelle hinmache, vielleicht auf die Seite. Das kann man alles noch später tun. Oder ich lasse es so, wie es ist, dass halt die Fahrgäste mit die Schleife benutzen müssen. Also na, klar. Wenn die in der Straßenbahn sind, könnte ich nicht aussteigen, wenn die fährt. Und dann hier halt auch dann die Straßenbahn dann pausieren können, wenn die halt ihren Aufenthalt haben. So, hier oben, das heißt nicht umsonst Römerpark. Gut, man sieht jetzt keine Texturen von den Haltestellen, die sind normalerweise schön texturiert. Das ist aber alles, wie gesagt, nur ein Playtest und alles, was rot oder grün hier zu sehen ist, das sind halt fehlende Texturen, beziehungsweise was nicht geladen werden kann oder was noch nicht implementiert ist oder wie auch immer. So, diesen Römerpark, den habe ich gebaut, einfach um hier oben, ja, etwas zu haben als Ziel, wo man halt mit der Linie 601 hinfährt. Und da habe ich halt ein paar römische Gebäude benutzt, ein paar ältere Gebäude, die hier so wild platziert. Und ja, das war mal angedacht, dass man da auch dann halt irgendwann reingehen kann. Deswegen ist hier jetzt noch nicht so viel drin los. Es sieht auch schon schön aus, aber es ist halt noch nicht so viel los. Es gäbe natürlich die Möglichkeit später hier, dass die Idee, die kam hier letztens noch vor kurzem, so eine 5-Zoll-Eisenbahn einzubauen, dass man da mit so einer 5-Zoll-Bahn rumfahren kann. Ja, das wäre dann eine ganz nette Sache. So, von hier startet dann halt die Linie 601, fährt dann hier über eine ÖPNV-Trasse, ja, Richtung Innenstadt. Leider ist mir das eigentlich schon viel zu schnell, diese Standardgeschwindigkeit vom Fliegen, aber wenn ich jetzt ganz langsam fliege, das ist dann zu langsam, dann kommen wir ja morgen noch nicht mehr da an. Gut, wenn ich quatsche, kann ich das natürlich machen. Ja, das ist eine ÖPNV-Trasse und die ist halt wirklich nur für Straßenbahn und Busse geeignet und soll auch von nichts anderem benutzt werden, maximal noch von Taxi, Krankenwagen, Feuerwehr und so weiter. Gab es dafür ein Vorbild? Ja, es gibt auf der Strecke einige Dinge, die ein Vorbild haben irgendwie. Und eine reine ÖPNV-Trasse hier in Nordrhein-Westfalen, wo ich ja herkomme, gibt es in Oberhausen und da dürfen auch nur Busse und Straßenbahn fahren. Und da habe ich gedacht, warum soll das nicht in eine Berglandschaft integriert sein und da wirklich ja, für den Umweltschutz sorgen und dass da wirklich nur öffentliche Nahverkehre entlangfahren dürfen. Ja, die Lampen hier, die gehören zum Standard-Content, die haben mir damals schon sehr gut gefallen. Die gibt es, glaube ich, schon seit Anfang von Lotus. Ja, die Bäume sind fast alles Standardbäume und die Büsche auch. Also nichts, was jetzt besonders hervorzuheben wäre. So, jetzt fliegen wir mal wieder schneller, weil sonst kommen wir ja nicht voran. Geht dann hier schön in die Kurve rum. Dann geht er hier um diese Kurve herum und dann kommt man schon in die Nähe von der nächsten Haltestelle. Jetzt gehe ich mal gucken, dass ich mal ein bisschen weiter weggehe. So. Und zwar ist es eine Schleife, die um diese Kirche hier führt. Ja, habe ich mir gedacht, ist halt ein bisschen Abwechslung, dass man da halt einfach um die Kirche herumfährt und das im Prinzip sozusagen der Beginn der ÖPNV-Trasse ist. Und ab da halt dürfen halt keine Autos mehr auf diesen Wegen fahren, außer halt natürlich Rettungsdienste, Feuerwehr und so weiter und so weiter. Ja, die Kirche, die hat mir damals sehr gut gefallen. Die habe ich dann einfach genommen, habe das hier vorne ein bisschen ausgestaltet. Und ja, das ist dann die Kirche St. Margarethen. Und die Haltestelle heißt dann entsprechend auch so. Und hier sieht man dann auch rechts und links sind dann halt Einbahnstraßen, die sich hier oben auf einer Rampe, beziehungsweise, ja, kann man sagen, auf einer Rampe sammeln und dann soll das hier irgendwann irgendwo unter einer Brücke verschwinden und dann Richtung Zukunft, sage ich jetzt mal, weiterführen. Okay.
Ja, diese Ecken und Kanten, ich hoffe, die gehen natürlich dann auch irgendwann weg. Aber es ist, wie gesagt, es ist nur ein Playtest, dass man hier einfach mal wieder gucken kann, wie das so läuft. Und ja, gut, die Framerate ist auch soweit ganz gut. Ihr müsst bedenken, dass ich hier gerade in einer Auflösung von 3440 mal 1440 Pixel unterwegs bin. Und das ist schon ganz ordentlich. Ja, dann geht es hier immer noch auf einer ÖPNV-Trasse, die aber diesmal im Prinzip in der Mitte von den Straßen in einer Allee angebracht ist, weiter. Und hier ist eine große Ampelanlage. Klar, die funktioniert das natürlich aktuell auch noch nicht, aber die hat schon funktioniert. Und wenn ich jetzt normal Lotus starten würde, wird die auch wieder funktionieren, denke ich. Und es war schon eine verdammte Arbeit, hier diese Ampeln so einzustellen, dass das ja ganz ordentlich aussieht. Gut, hier geht es dann weiter. Hier sind die Kurven auch ein bisschen überhöht, wie man sieht. Hier ist ein großer Parkplatz, der steht normalerweise auch voll mit Autos. Und hier ist auch die Straße, die halt immer parallel immer weitergeht. Ja, und das hier wäre dann auch noch eine Haltestelle in St. Margarethen. Da oben, das wäre St. Margarethenkirche. Und hier, das ist einfach St. Margarethen. Das ist eine relativ große Umstiegshaltestelle zwischen Bus und Straßenbahn. Hier fahren dann auch zwei Straßenbahnlinien, hatte ich da angedacht, und ein paar Buslinien, die sich dann halt hier verzweigen können. Ja. Wir sind hier immer noch im Prinzip auf den höchsten Punkt der Strecke. Also, ja, also da hinten der Römerpark, aktuell geht es nicht höher auf der Strecke. Also es geht von dort nur bergab. Hier ist dann eine schöne Kreuzung, die dann auch natürlich ampelgesichert sein wird und auch schon ist. Und wieder ein bisschen Alleen. Ich mag Alleen. Und hier ist auch keine Straße mehr. Ist einfach ein eigener Schienenkörper, den man halt benutzt. Um dann hier an dieser Mauerkonstruktion, da, vielleicht baue ich da noch ein Schloss oder eine Burg oder irgendetwas hin. Es gab und gibt so viele Ideen, die man da machen könnte. Und das wird mit Sicherheit nicht so kahl bleiben. Hier wäre eine Aussichtsplattform. Hier können die Leute dann, wenn die halt an der nächsten Haltestelle aussteigen, können hier die schöne Aussicht genießen. Deswegen heißt die Haltestelle auch die nächste schöne Aussicht. Die sieht dann so aus. Da habe ich sehr viel mit Splines gearbeitet, mit Mauersplines und sowas. Da war ich damals schon sehr stolz drauf. Und bin ich auch immer noch irgendwie. Ja, dann wird das hier zu einer eingleisigen Strecke. Hier drüber, über die Brücke, kann man dann halt über die Wege hier, die ich auch angedeutet habe, hoch zu einer Bushaltestelle wieder umsteigen. Und da oben ist auch eine normale Straße. Können wir nachher vielleicht nochmal gucken. So, dann geht das hier eingleisig durch eine Schlucht. Da baue ich natürlich in Zukunft mal noch ein paar Gesteins- und Gebirge-Dinge, die es aktuell noch nicht gibt. Ich habe auch immer mal wieder so ein paar Baustellen irgendwo hingesetzt, um unschöne Stellen zu kaschieren, die ich halt einfach im Editor nicht weggekriegt habe oder teilweise einfach, um anzudeuten, hey, da passiert irgendwann noch etwas. Also da geht es dann mal weiter. Werden wir auch später noch sehen. Aber ja, eine langgezogene Kurve. Dann haben wir hier wieder eine Haltestelle. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißt. Ich glaube. Nee, weiß ich nicht mehr. Tatsächlich nicht mehr. Ich bin schon so lange nicht mehr unterwegs gewesen. Ich kann jetzt auch leider nicht nachgucken, weil die Schilder halt nicht funktionieren, in Anführungszeichen. Ja, hier ist natürlich auch alles noch sehr leer. Da kommt mit Sicherheit auch noch viel Schmuck hin. Und auch hier kann man zum Bus umsteigen. Dort wird dann die Strecke auch wieder zweigleisig, verteilt sich dann auf die Straßenaußenseite. Dieses Vorbild ist auch wieder aus NRW. Das gibt es inzwischen in Bochum und Witten sehr oft, dass halt die Straßenbahngleise aus der Straßenmitte entfernt wurden und jetzt zu den Bürgersteigrändern hin umgebaut wurden, um einfach die Haltestellen besser zu erreichen und dass halt Autos halt links überholen können oder andere Verkehrsteilnehmer. Ja, hier links wird dann auch noch eine Busstrecke entlang gehen. Das gehört auch zu gewissen Buslinien.
Da ist noch einiges geplant. Hier wird irgendwann mal ein schöner Biergarten hinkommen. Da werde ich vielleicht auch noch hier so eine Plattform hinmachen, dass man da ein bisschen sozusagen in der Höhe sitzt. Also so aus so einer, ja, wie soll man sagen, auf so einem Skywalk. Ja, genau. Das ist das Wort dafür. Ja, dann geht es hier weiter runter. Dann ist ja die Haltestelle am Halbenberg, müsste das sein, ja. Weiß ich jetzt aber auch nicht mehr genau. Ich meine, das war am Halbenberg. Kann sowohl von Bussen und Straßenbahnen genutzt werden. Und wie man hier sieht, halt ein sehr schöner direkter Ausstieg zum Bürgersteig. Dann geht es wieder links rum. Es geht immer noch bergab. Also es ist, außer die Kurve hier, die habe ich relativ gerade gebaut. Aber sonst geht es hier stetig bergab. Dort hinten im Hintergrund, da sieht man etwas, was ich schon angefangen habe. Da sage ich später noch was zu. Ja, die Strecke geht dann hier weiter. Es ist immer noch die Linie 601. Da werde ich mich auch wahrscheinlich heute mehr oder weniger darauf beschränken. Dann gibt es hier wieder eine Haltestelle. Das ist dann am Kapellchen. Allerdings die obere Haltestelle. Ja, ich meine, das war am Kapellchen. Hier könnte man auch wieder zum Bus umsteigen. Hier dürfen dann keine Autos fahren, wo die Straßenbahn halten muss. Und hier würde ich noch eine Ampelanlage hinbauen auf der anderen Seite, dass halt die Autos, sobald eine Straßenbahn da ist, anhalten und die Fahrgäste gefahrlos aus- und einsteigen können. Ja, hier ist das Kapellchen, wo wir von gesprochen haben. Da kommen wir nachher auch nochmal dran vorbei. Wenn wir diese Schleife hier mal begutachten dann. In dem Bereich geht halt die Performance ziemlich im Keller, aber das kann natürlich an diversen Sachen liegen. Es läuft trotzdem tausendmal besser, als man damals während der Fahrt und so weiter gedacht hat. Und ja, ich hoffe, da tut sich noch was. Und ja, ich weiß auch nicht, ob hier alles auf maximale Einstellungen gestellt ist, dass hier alles auf voll aufgedreht ist. Da kann man vielleicht in Optionen dann später noch was rausholen. Hoffe ich. Schauen wir dann einfach mal. Ja, hier ist dann die Ausweiche zu dieser Schleife, die wir uns auch gleich nochmal angucken. Hier ist wieder eine Kirche. Hier rechts, dort hinten in der Ferne, sieht man auch noch einen größeren Busumsteigepunkt. Hier stand mal ein Straßenbahnwagen. Der ist leider nicht mehr vorhanden. Ich weiß nicht, ob der aus dem Workshop rausgenommen wurde oder nicht. Ja, da steht ein einsamer Bus herum. Nichts Besonderes, da geht auch dann wieder diese eine Buslinie entlang. Und hier habe ich schon die ein oder anderen kleinen Details hingebaut. Ja, irgendwie fehlen mir hier so ein bisschen Blumen und Pflanzen. Ich meine, da war mehr gewesen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ja, dann haben wir hier eine Haltestelle, die war früher ein Bahnübergang. Da haben die dann eine Brücke gebaut. Deswegen heißt das auch, glaube ich, noch mit irgendwas mit Bahnübergang. Mühlenkreisel, Bahnübergang oder so. Nee, gar nicht. Nee, ich habe es umbenannt. Ich wollte es irgendwie vorher Bahnübergang nennen. Da war auch mal einer. Aber dann habe ich diese Gleise auf der Brücke dort etwas höher gesetzt und dadurch hat sich das mit dem Namen Bahnübergang ergeben und also erledigt, nicht ergeben. Und das heißt jetzt im Mühlenkreisel. Weil ursprünglich im Kreisel dort hinten stand mal eine Windmühle, die auch nicht mehr im Workshop vorhanden ist. Aber hier ist auch wieder sehr schön zu sehen. Hier habe ich tatsächlich die klassische Straßenbahn in der Straßenmitte gebaut. Die Straßen, die gehen aber an der Haltestelle vorbei. Du hast hier eine also nur Haltestellen für Ausstieg rechts, also für Einrichtungsfahrzeuge aktuell im Straßenbahnnetz. Und auch hier kann man wieder im Bus umsteigen. Natürlich. Hier oben ist die Eisenbahnstrecke dann. Vielleicht wird da auch ein Teil mal eine Stadtbahnstrecke draus oder ich nutze das nur als Stadtbahnstrecke. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Das wäre dann für Hochflurwagen à la Düsseldorf zum Beispiel oder Köln oder wie auch immer. Ja, hier der schöne Kreisel, den ich auch von jemandem bauen lassen habe, den ich auch immer noch sehr dankbar dafür bin. Wie gesagt, normalerweise steht da eine Windmühle drauf. Jetzt habe ich hier ein Stadttor draufgestellt. Sieht auch schön aus. Vielleicht nenne ich die Haltestelle auch noch um. Oder ich hatte die, glaube ich, schon umbenannt. Und dann kann man hier in der Flucht sozusagen zu diesem Tor
Gibt es dann hier noch so einen Fußgängerweg? Da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Spielplätze oder irgendwas hinbauen, was dann halt so ein bisschen Parkcharakter hat. Und es gibt Fahrradwege hier. Also ich habe auch daran gedacht, dass die Fahrradfahrer auch nicht zu kurz kommen. Und auch die Fußgänger nicht unbedingt denen so in die Quere kommen. Oder umgekehrt. Dann fährt man hier schön gemütlich um diesen Kreis herum. Und hier ist dann der Abstecher zum Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof ist meterspurig und normalspurig ausgelegt, weil ich für die Zukunft gedacht habe, dass in der Stadt Twin Aue, zwei Spurweiten existieren und die dann auch genutzt werden können auf verschiedenen Strecken. Von Meterspur ist jetzt halt nur hier der Anfang gebaut. Natürlich ein großer Busumstiegspunkt. Zu den Zügen kann man da umsteigen, klar, wie es für den Hauptbahnhof gehört. Auch diese Dächer hat mir ein freundlicher Kollege gebaut. Und ja, hier sieht man schöne Mischung durch von Meterspur und Normalspur und teilweise sehr komplizierte Weichenstraßen. Aber sowas hat mir auch Spaß gemacht, das irgendwie so zu bauen, dass es auch interessant aussieht. Weil, ne, wie gesagt, hier ist zwar rechts vor links Verkehr, aber dann halt rechts vor links für Meterspur und Normalspurbetrieb. Wenn man weiter weggehen, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser erkennen. Da hinten geht der Normalspurbereich weiter. Die Meterspur macht hier eine schöne Kreisel und hat drei eigene Haltestellen sogar. Und die Meterspurstrecke geht dann dort in diese Richtung weiter. Und die Normalspur nach dort hinten. So. Das ist dann sozusagen, das ist der Bereich des Hauptbahnhofs. Hier ist halt noch nicht viel passiert. Soll in Zukunft natürlich auch was passieren, wenn alles wieder funktioniert. Hier ist das Territorium der Meterspurbahn. In dem Bereich hier oben, da wird dann die Innenstadt sich dann irgendwann wiederfinden von Twin Aue. Da gibt es auch die ein oder andere Idee, die aber noch nicht ausgearbeitet sind. Also, da kann noch vieles passieren. Wenn denn irgendwann mal der Bauspaß wieder anfängt, dann kommen die Ideen von ganz alleine. Natürlich wäre es auch schön, wenn es mal irgendwann Wasser gibt. Dann kann man natürlich da noch ein bisschen Flüsse oder Bäche oder was auch immer da hineinbasteln. So, wie gesagt, wir sind jetzt hier mit der Normalspurstrecke wieder zurückgefolgt bis zum Kreisverkehr. Jetzt gehen wir mal nach links. Dort wird dann auch die Normalspurstrecke weitergeführt, dort hinten Richtung Innenstadt später. Und hier rechts ist dann der Abzweig zu meinen. Ja, Betriebshof, auf dem ich auch sehr stolz bin. Der hat so dermaßen viel Performance geschluckt damals, dass man da einfach nicht ordentlich fahren konnte. Ja, und zwar, wenn man in der Bahn hier reinkommt, dann fährt man einmal im Prinzip um den Hof herum. Und dann gibt es hier eine Abstellmöglichkeit. Und dann einige Weichen und dann kommt man hier wieder zurück. So, und dann setzt man sein Fahrzeug hier vorwärts rein. So, und dann kann man hinterher, das war nämlich so geplant, über eine Tafel, die sich hier befindet, auswählen, wo man hin möchte. Und dahin werden dann die Fahrstraßen automatisch gestellt. Und dann fährt man mit dem Rückfahrstand dann zurück über die Weichen und dann in sein entsprechendes Türchen vom Adventskalender. Der Betriebshof ist hier aktuell nur halb benutzbar, weil die andere Hälfte wird modernisiert. Hier ist der alte Stand, so mit Kopfsteinpflaster, und hier wird schon alles auf den modernsten Stand gebracht. Das habe ich dadurch auch durch diese Baustelle wieder ein bisschen sichtbar gemacht. Das wird auch erstmal eine Weile noch so bleiben. Ja, kann man da auch nochmal rauszoomen. Ist schon hübsch geworden, auf jeden Fall. Macht auch Bock da hin und her zu rangieren, definitiv. Hier bin ich noch am Überlegen, ob ich da nicht noch irgendwann eine Tunneleinfahrt mache und dann
wenn ich denn mal eine Stadtbahn baue, dass dann auch die Stadtbahnfahrzeuge mit auf diesem Betriebshof geparkt werden können. Gut, gehen wir wieder zurück über die Haltestelle hier und wieder Richtung Kreisel. Und dann wieder unter der Brücke her. Das kennen wir ja alles schon. Jetzt nur noch mal aus der anderen Richtung. Ja, und jetzt biegen wir hier vorne mal links ab. Übrigens, die Weichen sind alle anforderbar. Also waren die auch schon. Hat auch alles funktioniert. Direkt aus dem Führerstand her. So, dann geht es hier entlang und dann geht es hier zum Schulzentrum. Das Schulzentrum hat sowohl viele Bushaltestellen, weil sollen ja auch viele Schüler dann zur Schule kommen können und wieder wegkommen können. Und hat zwei Straßenbahnbahnsteige. Der eine Straßenbahnbahnsteig führt dort hinten weiter. Also wenn es Richtung Messe geht, geht es auf der linken Spur hier im Prinzip weiter dort hinten und auch nur in Einrichtungsverkehr. Also die Schule wird dann nur in diese Richtung angefahren. In der anderen Richtung fährt dann die Bahn halt hinten rum, das sehen wir gleich am Kapellchen. Und es gibt hier Kurzläufer, die halt hier enden und dann auf dem rechten Gleis hier rechts herum Richtung Kapellchen abbiegen können. Ja, das habe ich auch mit vielen Weichen gelöst, nach rechts, links, oben, unten. Natürlich nicht nach oben und unten, aber ja doch, kann man eigentlich sagen, weil geht ja hier ziemlich rauf und runter auf der Strecke. Also. Ja, und dann kann man hier herum. Ich nehme jetzt mal den Kurzläufer und komme dann hier wieder auf dieses Gleis. Ja. Und fährt dann hier schön parallel zur Straße auf eigene Trasse zur Haltestelle am Kapellchen. Hier ist das Kapellchen übrigens. Und dann wieder zurück Richtung Hauptbahnhof. Das ist sozusagen der Schulkurzläufer. Kann natürlich später auch für eine längere Linie eine schöne Endstelle werden oder eine schöne Wendemöglichkeit. Ja, hier links herum, da habe ich schon was angefangen damals, weil ich habe gedacht, eine relativ große Stadt oder, ja, ne, muss ich hier noch nicht mal groß, ist ja nur eigentlich nur eine Kleinstadt. Freut sich bestimmt auch über eine Museumsbahnstrecke. Und was wäre nicht schöner, wenn eine Museumsstraßenbahnstrecke auch an einer alten, also an einen sehr alten Stadtteil entlang führt? Ich denke sogar, dass es hier nochmal einen kleinen Betriebshof geben wird in dem Bereich irgendwo, der dann halt wirklich nur für die Museumsfahrzeuge gedacht ist. Ob da jemals eine richtige planmäßige Linie lang fahren wird oder nicht, oder ob die vielleicht sogar hier irgendwo zur U-Bahn oder Stadt, also Untergrundstraßenbahn, Unterpflasterstraßenbahn wird, steht noch offen. Ein Bus soll hier oben auf jeden Fall durchfahren, ein kürzerer. Da werden auch noch ein paar Haltestellen hingemacht und das soll halt einfach eine schöne kleine Altstadt dann darstellen und entstehen. Ja gut, dann gehen wir mal wieder runter in den Bereich der ganzen Weichen. Hier werde ich dann wahrscheinlich auch noch, obwohl nee, brauche ich ja nicht. Da oben ist ja eingleisig, dann kann man ja hier entsprechend fahren, wie man möchte. Ne, also in die Richtung kommt man so oder so nicht, weil da hinten Einbahnstraße ist. Aber dann geht sie in dieser Richtung weiter. Also von hier kommt dann die Linie 601 und wie auch immer, die dann Richtung Altenteich weiterführt. Dann fahren wir hier durch diese wunderschöne Wohnsiedlung. Jo. Und dann geht es hier herum. Wieder unter einer Eisenbahnbrücke her. Und dann wird die Strecke wieder eingleisig. Und dann haben wir hier wieder eine Kirche. Kann man ja nie genug von haben. Und hier ist auch schon ein bisschen mehr ausgestaltet. Hier habe ich auch schon mehr Autos hingestellt. Das sieht man natürlich jetzt nicht. Und hier ist richtig was los. Diese Ecke ist ein Vorbild. Also diese Ecke hat ein Vorbild. Ein Kumpel von mir, der wohnt in Koblenz und der wohnt hier an dieser Straße, genau an der Eisenbahn. Und da gibt es auch eine Brücke und früher fuhr auch die Straße, ganz früher in Koblenz, die Straßenbahn genauso am Straßenrand. Und da ist es wieder eine Idee, die hier Einzug gefunden hat und die mir sehr gut gefallen hat und ich das dann einfach umgesetzt habe. Ja, dann geht es hier rum. Hier gibt es dann auch wieder eine Möglichkeit zu wenden. Und zwar über ein Gleisdreieck kann man hier reinfahren und dann wieder rückwärts hierhin in die Haltestelle und dann wieder vorwärts raus. Und schon hat man sie in ein Richtungsfahrzeug gewendet.
Ja, der neueste Streckenabschnitt, der ist dann hier. Da habe ich mir auch von jemandem einen extra Tunnel für bauen lassen. Wobei inzwischen gibt es in Lotus ja auch eigene Tunnelsysteme. Muss ich mal gucken, wie ich das dann entsprechend irgendwann umbaue. Hier oben ist ein Straßentunnel. Und parallel dazu, weiter unten, ist dann der Stadtbahntunnel eingleisig. Der führt dann hier Richtung Messe und Stadion. Mit einer Zwischenstation, die noch im Bau ist, werden wir gleich sehen. Jawohl, hier, da wird fleißig gebaut. Schon ganz schön lang der Tunnel. Ja, hier kommt man dann wieder raus. Hier habe ich das so ein bisschen modern gestaltet, ist ja auch eine relativ neue Strecke. So, und dann kommt man hier zum Messegelände mit einer großen Haltestelle. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen raus. Und dann haben wir ein riesengroßes Stadion hier. Das habe ich aus ganz vielen kleinen Teilen zusammengebastelt. Das finde ich ist sehr cool geworden. Hier hat man die ganzen Messegebäude. Dafür habe ich das Düsseldorfer Schauspielhaus genommen, weil das passt da halt ganz gut dahin. Dann fährt man auch mal ein bisschen drunter her. Sieht halt einfach nur schick aus. Ja, und auch hier kann man wenden. Hier gibt es auch eine Wendemöglichkeit und zwar auch in der Art von einem Gleisdreieck. Also man kommt hier an, fährt hier rein, fährt rückwärts darüber auf das mittlere Gleis in Zukunft, denke ich mal. Ja, oder das linke, ich weiß es noch nicht. Und dann fährt man vorwärts wieder Richtung Stadt. Also es gibt hier in Zukunft sehr viel zu tun. Und das war auch somit das Ziel, dass das nicht langweilig wird. Ja, da wird auch fleißig gebaut. Na, nun, was wird denn da hinten gebaut? Ja, können wir gleich mal gucken. Die Strecke heißt ja irgendwann Twinaue-Altenteich, im Moment nur Twinaue. Und ja, der Name Altenteich, der verrät ja schon, da soll dann halt irgendwann noch eine Kleinstadt sein, die halt mit Twinaue verbunden wird über Stadtbahnstrecken und Straßenbahn. Und das wäre dann Altenteich. Und das wird dann in dem Bereich hier hinten stattfinden. Ab dort geht es dann weiter. Hier ist schon eine tolle Brücke im Bau. Natürlich mit Baustraße. Darf man nicht vergessen. Irgendwie müssen die Baufahrzeuge hier da hinkommen. Über dem sind noch Legosteine. Und eine schöne Brücke hier übers Tal. Und dann wird das hier hinten landschaftlich sehr reizvoll irgendwann weitergehen. Die Ideen dafür sind zu viel, dass ich da jetzt drüber sprechen würde. Das Video sollte ja nicht zu lang werden. Jo, das wäre jetzt mal so ein kleiner Flug darüber über Twinaue gewesen. Für die, die es noch nicht kennen. Also, ich sag mal so, der Weiterbau, wenn Lotus entsprechend wieder funktioniert und der Spaß dafür wieder hergestellt wird, dann werde ich da mit Sicherheit weiterbauen und werde mich auch dann wirklich freuen, dort wieder mit einer Straßenbahn langfahren zu können oder mit Bussen oder mit beidem. Jo. Das wär's dann erstmal. Ich werde mich da mal hier runter begeben. Ich bin ja gerade ausgestiegen, bin durstig, habe Hunger. Werde mich hier hinsetzen, werde ein Käffchen trinken. Ein bisschen hier Straßenbahn gucken und ja. Einen Brunnen lauschen. So, damit wünsche ich euch was. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ich habe mich nicht beim Reden zu doll überschlagen. Und wenn es was Neues gibt, werde ich mich melden. Bis dahin sage ich dann mal einfach Tschüss. Oder besser Tschüssikowski. Auf Wiedersehen.